Hallo zusammen, mein Name ist Björn Schwarz und willkommen auf meinem Kanal. Kurz vorab, dies ist eine Dauerwerbesendung und alles, was ich gleich erzähle, ist alles meine eigene Meinung. Und damit legen wir direkt mal los. Wir sprechen heute über einen ganz speziellen Film. Wir reden heute über Der kleine Zappelphilipp. Das ist die DVD dazu. Könnt ihr das erkennen? Ja. So. Das ist die Rückseite aus dem Jahre 2012 und kommt aus den Niederlanden. Es geht um ADHS in diesem Film und ein spezielles Thema und ein ganz toller Film, vorab schon mal. Es geht um den kleinen Brahms, das ist er hier, da haben wir nochmal so. Der kommt in der Schule rein und hat ADHS. Er kann natürlich nicht still sitzen und ist immer unruhig und lebt in seiner eigenen Welt. Und das zeigt der Film eigentlich ganz toll in der Sicht von Brahms. Wie er die Dinge sieht, wie er die wahrnimmt. Und das macht der Film ganz toll. Die zeigen auch zwischendurch die Sicht der Eltern, wie die damit umgehen, mit dieser Situation. Und das ist ganz, ganz toll gemacht in diesem Film. Es geht darum, er kommt also in die Schule rein. Und da gibt es den Lehrer Fiss, er ist schon ein bisschen älter, und wird mit Brahms nicht fertig, weil er nicht ruhig sitzen bleibt. Er kann sich nicht konzentrieren, so ein kleines Beispiel. Ich versuche so wenig wie möglich zu spoilern in diesem, zu diesem Film, damit ihr euch den Film noch angucken könnt. Er hat zum Beispiel einen Fackelzahn. Und das ist eigentlich dann sein Hauptthema in seinem Kopf gerade und kann sich nicht auf andere Aufgaben konzentrieren. Und so geht das eigentlich jeden Tag weiter. Er hat dann immer wieder andere Sachen im Kopf und kann sich dann dadurch nicht konzentrieren. Und der Lehrer kann damit nicht umgehen. Er schreit ihn an, er meckert ihn an, die Eltern werden angerufen, es muss sich was ändern und so fort und so weiter. Und die Eltern sind auch verzweifelt, weil sie wissen ja nicht, was sie tun sollen. Was soll man da dagegen machen? ADHS-Kinder ist einfach so, die brauchen sehr viel Aufmerksamkeit und sie versuchen das natürlich mit, ja, so Strafen, würde ich nicht sagen, aber mit so Sachen, mit rote Punkte, wenn er was falsch gemacht hat, grüne Punkte, wenn er was gut gemacht hat. Das klappt auf Dauer natürlich nicht, weil man ihn nicht ruhig stellen kann. Dann eines Tages bricht sich der Lehrer ein Bein und es kommt ein jüngerer Lehrer dazu und der geht mit der Situation ganz anders um. Und das ist zum Beispiel ganz toll, wie man mit solchen Kindern dann umgeht. Wenn er sich zum Beispiel nicht konzentrieren kann, wenn er nachher zappelig wird, das merkt man, das merkt man halt einfach dann im Unterricht. Und dann schickt er ihn zum Beispiel einfach raus auf den Schulhof, wo er dann ein paar Runden drehen kann, also mitten im Unterricht, und dass er sich dann auspowert oder auf andere Gedanken dann schnell kommt zum Runterkommen. Weil die ständige nur sitzen und brav zuhören, das kriegt er nicht hin. Und das zeigt der Film auch ganz eindeutig und ganz toll. Wie gesagt, der Lehrer geht drauf ein und es wird auch besser mit Brahms nachher. Und das macht der Film so toll. Er zeigt ja nicht nur, wie schlimm wie schlimm ADHS ist mit Kindern, sondern auch, wie man damit umgehen kann. Das hat der Film ganz toll gemacht und wer sich mit diesem Thema auseinandersetzen möchte oder selber vielleicht ein Kind zu Hause hat mit ADHS, ich kann diesen Film nur empfehlen. Vielleicht sogar eventuell auch den Lehrern. Ein, zwei Leute in der Klasse oder ein, zwei Kinder in der Klasse gibt es immer, die ein bisschen unruhiger sind. Und so haben sie mal vielleicht ein anderes Bild davon. Über ADHS zum Beispiel. Es gibt sehr viele Prominente auch, die auch ADHS haben oder diagnostiziert wurden. Und ich lese da einfach mal vor, weil es ist wirklich nicht schlimm. Capital Bra zum Beispiel hat ADHS. Albert Einstein sollte ADHS gehabt haben. Avril Lavigne, Emma Watson von Harry Potter, Jackie Chan, Jennifer Lawrence, Jim Carrey, Justin Timberlake, Will Smith und sogar Mozart sollte ADHS gehabt haben. Aus denen ist alle was geworden. Gib ein Kind mit ADHS mal einen Baukasten nur mit Lego. Glaub mir mal, wie erfinderisch die Leute damit sind und was sie daraus bauen. Das ist, die haben andere Talente. Sie sind erfinderisch. Bill Gates gibt es auch noch, der hatte auch ADHS. Oder hat ADHS. Es ist einfach, es sind tolle Kinder.
Man muss nur halt Geduld haben und sich damit auseinandersetzen. Genau, das war es eigentlich schon zu diesem Film. Auf jeden Fall, schaut euch den an. Wenn ihr noch nicht gesehen habt, schaut euch den an auf DVD, auf irgendeinem Streaming-Kanal. Irgendwo gibt es den. Nur zu empfehlen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert den Kanal. Ansonsten sehen wir uns wieder. Bis dann. Ciao.